Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, wir sind verdächtig, dass Simon unten rechts. Bevor sie dich entdecken. Ja, okay. Ich habe aus Versehen einen Schuss abgegeben. Das sind zwei La Blanca Dudes, aber das ist egal. So, wir schnappen uns unseren Helikopter und gehen dann gleich ins nächste Dorf. Oder ins nächste Gebiet. Das scheint ein bisschen größer zu sein. Ich bin gespannt, was das hier ist. Nein, nicht Steamwaffe. Ich bin gespannt, was das hier ist. War schon ein ziemlich ziemlich weites leeres Gebiet ist so. Genau. Wir sind jetzt ziemlich, warte, ich zeig's euch mal kurz. Wir sind hier jetzt beim Schmuggel schon ziemlich weit. Wir brauchen noch 1, 2, 3, dann sind wir fertig. Hier brauchen wir nur noch den El Muro. Den können wir an sich hier jetzt schnappen, aber da gehen wir dann genau nach dem Schmuggel hin. Hier ist nochmal Produktion. Hier ist Produktion. Und das war's dann auch schon. Also zweimal Produktion. Genau, hier unten. Die zwei. Genau, dann kommen wir zu den komischen. Aber zuerst der Schmuggel. Genau. Damit die Welt ein bisschen weniger. Ich mach das, ich fliege. Ja, ist gut. Bisschen weniger Kokain bekommt. Das ist mir sehr wichtig. So. Dann schau. Ah, ein riesen fettes Meer. Größte Salzwüste der Welt. Ah. Stimmt. Da habe ich schon öfters was gelesen. Achso, nee. Das mache ich nicht. So. Wir landen hier mal kurz, um uns die Infos abzuholen. Von unserem netten Chef. Naja, vielleicht bekommen wir auch nichts. Dann holen wir uns mal die Datei hier. Mir ein bisschen die Kakteen hier. Bowman, hier Nomad. Wir sind in der Provinz Guani. Haben Sie was für uns? Guani ist Dreh- und Angelpunkt für die Schmuggeloperationen des Kartells. Wir sprechen hier über ein Netzwerk aus Flugzeugen, Zügen und Trucks, die bis zu 30 Tonnen Pulver über die Grenze bringen. Das Netzwerk geht auf einen Amerikaner namens Boston Reed zurück. Reed ist seit Jahren Bush-Pilot für Nidia Flores und El Boquita. Und hat sich irgendwann bis ins Management hochgearbeitet. Wie kommen wir an Reed ran? Ah, das wird heikel. Reed ist verdammt vorsichtig. Die meiste Zeit bleibt er in Deckung und arbeitet über Mittelsmänner. Sein psychologisches Profil beschreibt ihn als paranoid. Aber da steckt sicher mehr dahinter. Inwiefern? Sonderbare Geldüberweisungen. Nachrichtenverkehr mit Unbekannten jenseits der Grenze. Flüge, die nicht zu den Kartelllieferungen passen. Reed befördert mehr als nur Pulver. Und will nicht, dass Fanny davon weiß. Wir erhalten seit einiger Zeit Berichte über Kartellaktivitäten am Zugfriedhof. Versuchen Sie etwas herauszufinden. Mhm. Interesting. Hey Kleine, ich habe eine Spur zum Luftfrachtschmuggel, den Boyer Boston Reed organisiert. Der Plager und ich haben uns... Nomad, ich habe gerade Boston Reed CIA-Profilvideo hochgeladen. Das sollte bei der Jagd hier in Guani helfen. Na gut.
Auch wenn Mama und Papa Reed den kleinen Boyer mit Apfelmus und den Red Sox aufgezogen haben, hat Boyer Boston Reed seit dem Abschluss der Highschool alles getan, um das saubere Image seiner Jugend abzulegen. Auf der Suche nach Abenteuern verließ er seine Heimatstadt Lexington und wurde Buschpilot in Südamerika. Seine Krankenakte erzählte Geschichte von Gonorrhoe, Hepatitis C und Herpes. Als Pilot war er ein paar Jahre tatsächlich clean. Aber eines schönen Tages traf er auf El Boquita. Praktisch über Nacht flog Reed Santa Blancas Koks nach Georgia, Florida und in die Carolinas. Mit dem Drogenschmuggel kam das Geld und Reed gibt es gern aus. Er ist dicke mit Boquita, der ihm aufgrund seines Akzents den Spitznamen Boston verpasste. Aber Achtung, Reed spielt mit harten Bandagen, erst recht im Job. Außerhalb von Kuani koordiniert er nun Santa Blancas gesamten Luftschmuggel. Er nutzt immer andere Pisten und seine eigenen Leute wissen oft nicht, wo sie gerade sind. Bei der Arbeit kann man Boston Reed unmöglich aufspüren. Aber sie werden ihn finden. Ja, da bin ich mal gespannt. Ist halt mal cool, das so einen Klugen dann zu bekommen, ne? Also nicht so einen Kranken, sag ich mal. Ja. Nee, gefällt mir. Gut, ja. So, dann schauen wir mal. Wir haben von Kartellaktivitäten am Zugfriedhof erfahren. Versuchen Sie da mal was rauszufinden. Entschuldigung, das war eine Mücke. Und ich habe sie nicht erwischt. Was ich auch spannend finde, ist, dass hier jetzt alles zugedeckt bleibt. Also wir sehen nur das, was wir wirklich sehen. Ist mal interessant. Okay, untersuchen Sie den Zugfriedhof. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Wie sollen wir an den rankommen? Warte, Zeichen von Kartellaktivität voraus. Bowman hatte offenbar recht. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Wir suchen also mal das Ohr. Näher aus dem Zugfriedhof. Sterben da etwa alte Züge? Als die Minen ausgebeutet waren, haben die Firmen ihre Züge hier zurückgelassen. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. Sterben da etwa alte Züge? Das macht 5. Aber naja, sieht fast danach aus, ne? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wir sind bei 15. Ich sehe einen Santa Blanca-Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Hab ihn. Denk daran, wir brauchen ihn lebend. Wenn das Touristen sind, fress ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus den Guten? Wenn möglich befreien, aber sie haben keine Priorität, klar? Klar. Die Frage ist, ob wir... hier alles platt machen sollen. Also ich fange schon gerade damit an. Aber ob wir das wirklich machen sollen oder ob wir reinschleichen sollen. Also der Schuss war sehr schön. Der Schuss war echt gut. So, nur das Problem ist, dass bei ihm die meisten rum
So, und dass bei ihm die meisten Leute sind. Gefunden. Oh nein, der ist runtergefallen. Der Leutnant will abhauen. Wir haben den scheiß Heli. Ja. Warte, 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 warte. Schnell, 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 schnell. Ah, verdammt, der da rumgelaufen ist. Ja, ist runtergefallen. Ich sitze, los geht's. Dann loslegen. So, wir müssen den jetzt irgendwie aufhalten. Gut. Oh, sehr schön. Immer mit der Ruhe, ja? Kaum Tempo ist. Wir können darüber reden. Wir können verhandeln, okay? Sie und ich. Willst du einen Deal? Alles klar. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguanta, aguanta. Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelschmäler. Und diese Leute? Wo kommen die her? Reed holt sie aus 5 oder 6 Dörfern. Orte, an denen Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Also die Simple. Und das Kartell? Bekommen die einen Anteil? No, no. Wir behalten alles für uns. Suenio würde jeden von uns zu El Pozolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will sofort eine Liste von diesen Dörfern. Los! Tranquis, okay? Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Da claro. Bowman, Sie hatten recht mit Reed. Dieses Arschloch betreibt Menschenhandel direkt vor Suenios Nase. Hervorragend. Damit haben wir Reed endlich bei den Eiern. Bleiben Sie an der Sache dran, Nomad. Bin gespannt, was Sie finden. Was ist mit dem Netz für Kokainschmuggel? Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Mit etwas Glück schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Okay, Nomad Ende. So, aber das ist ja mal... Oh, jetzt haben wir ein bisschen mehr aufgedeckt. Das ist auf jeden Fall mal super interessant. Halt auch das mit den Dörfern einfach so, ja, einfach Menschenhandel einfach vor Ort so ungefähr. Aber wie kann das sein, dass der als Renio das nicht mitbekommt, wie du fliehst? Narcos, hinten am Reifenstapel. Bleib stehen. Hola amigo, irgendwas Gutes über das Kartell gehört? Gracias, viel Glück. Wow. Gut. Das war wieder die falsche Info. Ich brauche die Waffen. Das andere ist uninteressant. So. Kingslayer-Datei. Nochmal eine Datei. Hier ist nochmal Aufklärungsdatei. Das ist gut. Ich bin der Pilot. Ich bin der Pilot.
und ihr seid nicht in Not. Und hier stinkt's nach Kot. Entschuldigung. So, gut, auf jeden Fall, da gibt es, glaube ich, eine Alarmanlage. Nein, doch nicht. Upsi. Da musste ich gleich mal. Ups. Was ist denn los gerade? Aufstoßen, aufstoßen, rübsen, aufstoßen. Juhu. Gut, wir versuchen mal hier geschickt zu landen. Okay, sehr geschickt. Drohne fliegt. Ich sehe ein zweites Ziel und das macht drei. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Unidad Heli, da ist unten eine mutierte bleiben. Waffe. Ich sehe einen Scharfschuss. Eine mutierte Waffe, oh Gott. Ist ja gruselig. Nice. Sehe einen Geschützturm. War das so auffällig, hier zu landen? Anscheinend. Ich warte mal ein bisschen. Gut, die haben sich wieder beruhigt. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Okay, alles ist gut. Wir nehmen mal das Ganze in Stealth-Taktik auseinander. Hey, wir haben einen Narko beim Lagereingang. Warte, die sehen dich. Ab ein drittes Ziel. Da ist ein Sicario. Wo hast du sie? Der Checkpoint, da drüben. So, gut. Also, dann erstmal hier untersuchen. Hast du was? Kann sein. Es ist der Arbeitsplan eines der Fluglotsen vom Kuani-Flugplatz. Seltsamerweise muss dieser Typ immer dann arbeiten, wenn das Kartell Flüge plant. Was für ein Zufall. Schnappen wir ihn und finden raus, was er über Reed weiß. Sehr schön. Und hier gibt's die Waffen. Gut, also wir haben einmal... ein MK-14... Okay, interessant. Warte. Eine gute Zieloptik, das ist auch super. OSP. Was ist das? Sturmgewehr schafft. 4x Zieloptik der chinesischen Armee. Scorpion. Erweitertes Magazin.
Leuchtpunkt. Das ist ein krasser Sniper. Okay. Ja, also hier geht's ab. Ich glaube, hier hole ich sogar fast alle. Wo sind wir hier? Ich würde sagen, hier holen wir eigentlich fast alle Waffen. Bis auf das mit der Schrotflinte, das brauche ich jetzt nicht. Nein, der fällt weg. Gut, dann lassen wir den und holen uns gleich die Waffe. So. Wir bekommen einen neuen Sniper. Also der zweite ist auf jeden Fall besser als der erste. Wir können los. Was ist das denn hier? Noch ein dritter. Tango Nummer 3. Aber ein dritter. Ich sehe, warte. Ich sehe eine Waffenkiste. Diese Seite ist sauber. Siehst du nicht? So, jetzt hier. T-Optik, Mikro, T-Blabla. Da haben wir die ja ziemlich überfordert. So, ich will mal kurz schauen. Warte, Mündung, Lauf, Schiene. Okay, ist eigentlich schon. Das sind Lady Killer, aber ja. Die waren nicht so gut. Also die haben uns zwar mehr Damage gemacht, aber die waren jetzt nicht so. Nicht so leise. Also Damage mache ich ja allgemein schon genug mit meinen Waffen. Aber ja, Silence brauche ich. Dann an sich her macht es ja keinen Sinn, mit irgendwie so einer Pistole Damage zu machen, aber ja, wenn dann die halbe Welt weiß, wo ich bin. Ja, das ist dann ein anderer Spielstil, als ich mache. Hier ist der Sniper. Und ich wette, der Sniper wird gut bewacht. Und wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Ich werde diesen Sniper holen. Naja, so krass wird er nicht bewacht. Nice. Hui. So, dann wollen wir mal. Ja, wobei. Von oben sah es nicht so krass bewacht. Da ist noch ein Tango. Aus. Tango Nummer 3. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier ist Ziel Nummer 5. Da. Markiere einen Tango. Zivilist in der Nähe. Halt, die werden dich sehen. Gut. Das wird interessant. Suche bessere Schusslinie. Ein Versorgungsheli des Kartells. Kapern wir ihn und lassen die Ladung den Rebellen zukommen. Bereit für den Angriff. Ah,
eindrückst. Schieße! Shit, sie haben vielleicht alles okay, alles okay. Alles okay. Seht mal da, Waffenkiste. Ah, da. Sniper! Uiuiuiui! Ich hab hier ein Scharfschützengewehr. Jawohl. Entschuldigung. Okay, also Schaden mache ich nicht so viel, aber man kann es ja noch auftunen. Was? Totenkopfschalter einfach. So, gut. Ja. Also Schaden macht es nicht so viel, das stimmt. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Können wir ja mal gleich schauen, ob ich den auch... Die Unidad nähert sich. Okay, dafür brauche ich zwei Schüsse. War's das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Jo. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Geräuschminderung ist bei mir besser. Durchdringung ist bei mir besser. Feuerrate auch. Schaden ist weniger. Ja, ich probier's mal. Ich probier's einfach mal und Ladykiller. Als ob ich eine Lady kille. Ladies. So. Ja, sollen wir nicht? Ja, na gut. Dahin, ja, okay, das ist in Ordnung. So, aus dem Gebiet raus hätte ich dann das abgebrochen. Das, ja, das nervt dann. Oh. Und wir spielen schon wieder eine halbe Stunde. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dieser schöne Sonnenaufgang bedeutet, keine Ahnung, das Ende der Folge. Gut. Macht's gut. Bye, bye.